Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Eigentlich wollte ich zuerst auf meine Pizza warten und dann erst aufnehmen, aber jetzt so nach einer Stunde, ja, nehmen wir einfach auf. Hallo, was war das? Nein? So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten uns, einer gewissen... Ach ja, da war ja was... einer Sache widmen, und zwar wollten wir natürlich als allererstes natürlich den Schweißbrenner, ich erinnere mich, aber wir schwimmen jetzt mal zurück. Wie sieht mein Inventar aus? Voll. Okay, wir schwimmen zurück. Und zwar wollten wir nach Teilen suchen für dieses komische kleine elektrische Ding ins Kirchens unter Wasser. Ihr wisst schon, das nimmt man so in die Hand und dann wie heißt das Ding nochmal? Gleiter. Ich glaube, das war der Gleiter. Ich glaube, so hieß der. Dafür muss ich erstmal mein Inventar entleeren. Wie ging das nochmal? Ah ja. Oh, das kommt alles weg. Ah, wir haben noch die Eier hier. Oh Gott. Nein. Ich kann mich schon nicht mehr an die Steuerung gewöhnen. Es könnte übrigens sein, dass ich morgen einige Probleme bekomme. Ich weiß noch nicht, wie das mit Fallout laufen wird. Übrigens, ja, heute kam kein Fallout. Ich habe eine Folge zu wenig aufgenommen. Deswegen erst zu Release und das ist morgen. Aber meine Festplatte spackt wieder rum. Das Gute ist, ich habe heute Lohn bekommen und ich habe mir direkt eine SSD bestellt. Die müsste dann morgen Abend kommen, aber erst morgen. Also eventuell... Ich weiß nicht mal, ob ihr diese Folge sehen könnt, weil es ist möglich, dass ich einen Greenscreen bekomme, Bluescreen. Und dieser Bluescreen kommt dann von der Festplatte, weil die nicht schnell genug ist oder kaputt ist. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eine Kackbratzen-Festplatte. Und ich bin gespannt, wie viele Folgen ich hinkriege. Ich habe nämlich die letzten Tage mal wieder verstärkt Ark gespielt und ich habe ungefähr 20 Minuten gespielt und dann war das Spiel abgekackt und ich hatte Bluescreen. So, dann wollte ich gerade den Bethesda.net Launcher starten, einfach nur um den Pre-Upload zu starten von Fallout 76. Habe ich Fallout 4 gesagt? Ich glaube schon. Fallout 76 und siehe da, das Verzeichnis existiert nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Dann habe ich Steam gestartet und siehe da, Ark existiert nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Diese Festplatte regt mich momentan auf und ich werde morgen... mir extra viel Zeit nehmen, um Videos frisch auf die neue Festplatte zu bringen und dann alles runterzuladen. Ich hoffe inständig, dass ich morgen noch eine Folge Fallout hinkriege, weil ich komme ja um 15 Uhr nach Hause und dann kann ich direkt aufnehmen. Das heißt, eventuell wird morgen, falls alles gut läuft, oh ja, ich brauche ja Sauerstoff, ne? Subnautica um 14 Uhr kommen und Fallout 76, ich weiß nicht, 17 Uhr. Ich kann euch da nichts versprechen. Ich hasse auf jeden Fall meine Festplatte und wenn ihr meine Festplatte jemals seht, schlagt sie bitte. Die ist kacke. Wird sie nämlich freilassen. In die freie Laufbahn der Natur. So, und hier sollen sich irgendwo die Viecher... Ach ja, stimmt, ja. Ja, ich weiß, ihr furzt gerne. Die Viecher tummeln über, ne, sag. Den Gleiter. Ich weiß nicht wo. Kann nur hoffen, dass es irgendwo ist. Ja, ich muss auf jeden Fall in den nächsten Monaten ordentlich was bestellen für meinen PC. Ich brauche, ja gut, die Festplatte habe ich jetzt organisiert. Ich brauche auf jeden Fall neue Rahmenriegel. Ich brauche so viel. Was bist du denn für ein leuchtender Keks? Tischkorolle. Ja, ich brauche, wo war ich denn geblieben? Genau, Netzteil brauche ich noch. Ja, gut, Festplatte habe ich jetzt organisiert, drei Teile. Weil die langsam zu alt werden. Und ich sehe hier nichts. Hier in diesem Grasbiom hast du gesagt, ne? Mal gucken, ob du hier richtig liegst. Ah. Mobile Fahrzeugstation, das war's nicht, ne? Nein. Das war es nicht, was wir suchen. Wir suchen den Gleiter. Ich glaube, der hieß Gleiter. Ich bin mir nicht so sicher. Also, wenn er nicht Gleiter heißt, mobb mich bitte nicht in den Kommentaren. Mobben ist nämlich nicht gut. So. Und wenn es während dieser... Ja. Wenn es während dieser Folge nicht an der Tür klingelt, ne?
Dann rufe ich da an und dann mache ich die fertig. Ich will meine fucking Pizza haben. Das kann ja wohl nicht angehen. Eine Stunde warten auf eine Pizza ist schon ziemlich herb. Aber jetzt ist es ja schon über eine Stunde. Und entschuldigt bitte diesen nicht gebräuchlichen Fachausdruck für Let's Player, den ich gerade verwendet habe. Aber ich bin sauer. Weil ich hungrig bin. Und hungrig, weil ich sauer bin. Irgendwie so ähnlich. So. Ich sehe hier ehrlich gesagt nichts. Hier, da. Das ist ein Metallschrott. Jetzt bin ich schon wieder hier drüben. Ui. Hallo Höhle. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach nur Pech. Oder ich bin blöd. Oder beides. Weiß nicht. Auf jeden Fall ist das hier unten cool. Aber wir dürfen nicht so weit runter, sonst ich werde krepieren. Ich sehe es doch kommen, wie ich da schon nach oben schwimme und dann am Verrecken bin. Wenn mir die Zeit fehlt. Dafür brauchen wir schon irgendwie ein bisschen Mobilität, ne? Also Mobilität, wo bist du? Zeig dich. Ich weiß, dass du existierst. Ich hatte dich schon mal, als ich gestreamt habe, vor 3 Jahren? Und es ist lange her. Ich darf scheiße sein. Also beschwert euch nicht. Hä? Ich sehe hier absolut gar nichts. Ha! Ist bestimmt derselbe wie vorhin, ne? Mobile Fahrzeugstation. Aber Arsch! Ja, ist gut, Kleiner. Der hieß doch Gleiter, oder? Ich weiß nicht, wir schwimmen doch mal kurz nach. Ich bin schon wieder 300 Meter davon entfernt. Und die Mütze juckt. Okay. Wir schwimmen zurück. Chill mal, Kleiner, Alter. Was ist denn los mit dir? Wenn du willst, dass ich die kaputt mache, dann sag mir Bescheid. Vielleicht sagt er das auch die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das wie heißen die nochmal? Wolfsfische? Ich habe keine Ahnung. Katzenfische? Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Ihr wisst es bestimmt und ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben mit Hashtag Noob. Aber egal. Jedenfalls, ich sehe hier nichts. Und das Ding hieß doch Gleiter. Wir fahren jetzt mal kurz nach Hause, gucken, wie das Ding Skichens heißt. Wenn wir sehen, das heißt nicht Gleiter, sondern Schwebemetallfuchtel. Irgendwie so. Ja, cool, ne? Hier schwimmen wir also bei Nacht. Ist schon schön, ne? Aber man sieht nichts. Nix. Gar nichts. Ja gut, ich habe eine Taschenlampe, aber. So wirklich viel bringt die ja erst, wenn man in der Höhle ist, habe ich so ein Gefühl. Kann ich die eigentlich töten? Die nerven mich ganz schön. So. Ich wette mit euch der Estleiter. Fabrikator. Signalboje, mobile Fahrzeugstation. Seegleiter, ich bin gut. Moment. Was kostet es mich denn eigentlich, diesen komischen Schneidbrenner herzustellen? Konstruktionswerkzeug, Laserschneider, Diamant. Können wir knicken. Cool. Dann müssen wir weitersuchen. Oder ich baue die komische mobile Fahrzeugstation und da bauen wir halt diesen anderen Scherzkeks. Wäre eine andere Möglichkeit. Aber zumindest ist es jetzt wieder hell. Ja, schwimmen wir mal wieder Richtung zu Hause. Also ich weiß nicht. Ich bezweifle, dass wir hier irgendwie großartig fündig werden. Der Seegleiter wäre schon cool, aber ich kriege den nicht zusammen. Hatte ich dich schon? Mobile Fahrzeugstation. Was ist denn los? Ich will keine mobile Fahrzeugstation. Ich will den Gleiter und die Pizza. Beides. Zusammen. Ich habe das Gefühl, ich werde beides heute nicht bekommen. Ist nur so ein Gefühl. Okay, wir sind jetzt hier nicht zu Hause, ne? Also gut wie. Aber wir haben hier kurz ein komisches Höhlensystem gefunden. Ich hole mal kurz Luft. Und dann gehen wir da rein. Und dann finden wir da nämlich einen Seegleiter, der da verpackt liegt. Als Weihnachtsgeschenk.
So einen Monat vor Weihnachten. Guck mal, da schwimmt er auch schon rein. Oder auch nicht, dann ist es eine Falle. Nö, aber... Dafür... Zumindest ein bisschen Kristall. Na, kleiner Fischi. Oh, fündig sind wir jetzt nicht geworden. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts gefunden. Ein bisschen Kristall. Ich habe einfach nur Pech. Bei mir spawnt nichts. Sind das eigentlich so feste Stationen, wo das Zeug rumliegt? War hier gerade ein Zug? Hört sich an, als wäre hier gerade ein Zug vorbeigefahren. Oder sind das wirklich Random Drops, also die, die nicht fest belegt sind? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Weil wenn die wirklich spawnen, also random spawnen irgendwo, dann habe ich eine ganz schöne, krasse Menge Pech. Oh, geil. Kümmern wir uns um die mobile Fahrzeugstation. Ach ja, der Reaper. Der macht auch meine Fahrzeuge kaputt, oder? Macht er die kaputt? Einfach so? Ich meine, ohne dass ich drin bin, denkt er sich dann, ja cool. Das mache ich jetzt mal kaputt. Das wäre ja uncool. Was ist das? Ist nur ein bisschen Metallschrott. Ich kann da jetzt nicht hingehen. Ich sehe, dass ich kaum Sauerstoff habe. Ich hoffe, dass ich es irgendwie nach Hause schaffe. Wenn das mein Zuhause ist. Kamera 1. Wer war Kamera 1 nicht? Das Schiff. Ja, ist ja gut. Wir haben überhaupt keinen Timer gestartet, ne? Merke ich gerade. Aber wir haben jetzt 10 Minuten durch. Timer! Gib mir meinen Timer! Oh, jetzt überspringt. Okay. Wir machen das einfach so, dass ich 10 Minuten gucke. Ich kriege meinen Timer gerade nicht hin. Heute ist kein guter Tag für mich. Übrigens, 1 Stunde 30 seitdem ich bestellt habe. Ich habe um... Wann war das? 15:42, glaube ich, bestellt. Um den Dreh. Und jetzt ist es 13. Wenn das so weitergeht, dann können die ihr Essen behalten. Ach, guck mal, wir haben die andere Station gefunden. Nee, das ist unsere jetzige. Guck mal, der Reaper schwimmt weg. Schön wär's. Okay, wir haben nichts gefunden. Stattdessen, Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Eine Luftpumpe, die mir nichts gebracht hat. Die ist nämlich verschwunden. Hat sich aber aufgelöst. Ich könnte Glas herstellen und Kupferdraht. Okay, merke ich mir. Mobile Fahrzeugstation, Schmierstoff und Energiezelle. Okay, Energiezelle. Energiezelle. Dafür brauchen wir 2 Batterien. Das kriegen wir doch hin, ne? Da ist ein Pilzchen drin und da sind 2. Okay. Gut, 2 Batterien bitte. Ja, ist ja gut. Oh, ich brauche 2 Säurepilze dafür. Och nö, jetzt fehlt mir ein Säurepilz. Alter! Sei mal nicht so laut! Es ist so uncool. So, Säurepilz. Bitte sag mir, dass dieser Säurepilz nicht bei unserem Startpunkt wächst. Nicht nur. Das wäre tragisch. Ich meine, die bekommen wir ja ohne Ende, ne? Wieso will mich immer alles töten? Ich hab dir nie etwas getan. Eigentlich bin ich vollkommen unschuldig. Fraglich, was ich denen getan habe. Oh, Säurepilze. Nice. Okay. Oh, uns ein bisschen Seetank. Passt da überhaupt noch was rein? Da passt noch was rein. Alter, das ist kein Seetank. Wir brauchen keinen Seetang. Wir brauchen das Zeug, was die da haben. Hier. Das leuchtende Ding des Kirchens. Da. Das brauchen wir.
Inventar voll, okay. Ich hoffe, dass diese zwei reichen werden. So, dann werden wir uns nämlich einfach nur diesen komischen, ich weiß nicht, wie der heißt, Mantis oder so. Oh nein, verzieh dich, guck mich nicht an. Da, wo man sich reinsetzt, dieses komische kleine. 1,5 Stunden, Leute. Wir sehen uns gleich. Scheiß Verkehr, sagt er. Ja, 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 scheiß Verkehr. Mhm, 3 Kilometer. Dann schaffe ich zu Fuß in 1/2 Stunde. So, ich habe mein Essen jetzt am Start, aber wir machen die Folge natürlich noch zu Ende. Und wir wollten jetzt nach, genau, eine Batterie bauen. Ne? Batterie. Bam, bam, bam. Dann hoffentlich reicht das, wenn wir Spielstoff einmal haben. Ja, Schmierstoff ist... wissen wir alle. So, Energiezelle. Jetzt, was mache ich denn da? Da. Batterie, Energiezelle, Silikongummi. Easy. Okay, sehr schön. Energiezelle. So. Dann bauen wir noch einen Titanbarren. Kriegen wir den schon hin, Titanbarren? 8 Stück haben wir, 10 brauchen wir. Ist ja gut, chill mal, Mädel. Ich habe sowieso nichts. Den sterbe ich halt, ist mir egal. Immer eine Pizza. So. Ja, ich hab sie ja jetzt, ich hab sie ja jetzt. So, okay, mobile Fahrzeugstation. Ja, guckt ihr euch an. Da müssen wir gleich nur gucken, was wir für dieses komische Ding ins Griechens brauchen. Das können wir hier nicht sehen, ne? Nein. Oh. Ja, ich werde es gleich aussetzen. Ich muss nur irgendwie ein paar Meter weiter weg von dem Typen. So. Tschüss. Klettern. Yeah! Was zum... Ich dachte, jetzt nimmt er mich mit. Schade. Um dich. Nee, jetzt ein bisschen fies. So. Okay. Fahrzeuge. Seemotte. Blei haben wir. Das können wir alles machen. Wir können die Seemotte machen, Freunde. Ich meine, dafür müssen wir nochmal die Energiezelle zusammensammeln, den Schmierstoff machen, die Tarnbarren, Glas und Blei haben wir. Okay, Geronimo. So, da kriegen wir schon mal unser Schmierstoff her. Wir brauchen 4 Pilzchen, ne? 2 haben wir schon. Sehr schön. Wir brauchen 2 davon. Ne? 1, 2. So, jetzt suchen wir uns die Pilzchen. Und die waren hier irgendwo. Irgendwo, ach da. 2 Stück brauchen wir. 1, 2. Hier, bitteschön, Spiel. Wenn du es hier unbedingt willst. Achso, ich dachte, was war das denn jetzt? Puh. Oh, kein Scheiß, Junge. Ist jetzt unser Zuhause? Da, ne? Okay, brauchen wir noch irgendwas? Schmierstoff haben wir. Ich werde gleich übrigens verdursten. Will ich meine Sachen, wenn ich verdurste? Ist wahrscheinlich ein Teil davon, ne? Wir sollten uns beeilen. Kannst du nicht schneller schwimmen? Hätte ich doch jetzt nur den Seegleiter. Ah nein, er tötet mich. Nicht töten! Nicht töten! Braves kleines Viech. So. Scheiße, Mann. Ich habe hier natürlich keinen Platz. Was soll denn der Scheiß? Komm mal mit hier. Das geben wir hier dem Reaper zu fressen, damit er mich in Ruhe lässt. Hier, du bist ein Vegetarier, oder? Bitteschön.
Ja, ich beeile mich schon. Zack, zack. Quarz. Fischi, komm mal mit. Hier so. Oh, ich hab. Wieso habe ich Silikongummi am Start? Was nehme ich denn jetzt noch raus? Gold. Salzablagerung. Nein! Okay, ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich noch. Kupfer, so. Grundmaterial, Batterie. Haben die mir jetzt zwei Säurepilze weggenommen? Habt ihr das echt gemacht? Ey, wollte schon sagen. So dreckig seid ihr nicht, ne? Nein. Das wüsste ich aber, wenn ihr so dreckig wärt. So, Batterie. Energiezelle. So, dann brauchten wir, glaube ich, Glas. Das wird reichen. Und Titanbarren. Ich weiß nicht, ich glaube, Schmierstoff fehlte, glaube ich, noch, ne? Oh, komm mal hier. Darum. Ich könnte was zu essen vertragen. Ja, komm hier. So. Titanbarren und Schmierstoff, wenn ich mich recht erinnere. So, Schmierstoff. Zack. Dann schauen wir mal. Mobile Fahrzeugstation. Du bist hier mit meiner komischen Luftpumpe, die sich da einfach verabschiedet hat, ne? Alter. Was? Die tun weh? Okay. Warum nicht? Essen wir nochmal kurz den Fischi hier, ne? So, okay. Ja, zweimal Glas und ich habe kein Blei mehr. Na gut, dann würde ich sagen, widmen wir uns der ganzen Sache morgen. Morgen machen wir das Ganze zu Ende. Hoffe ich. Also, zumindest hat es schon mal die Aufnahme hier geschafft. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Vielen Dank, Festplatte. Ich nenne dich auch nicht mehr Arsch. Zumindest heute nicht. Wir sehen uns morgen dann hoffentlich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.